Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du einschaltest zum zweiten Part Tramsim hier in den Morgenstunden. Schön, dass du wieder da bist. Wir müssen mal ganz zügig hier fahren, denn wir haben ja schon eine Minute Verspätung. Aber das klappt hier alles. Ja, in der letzten Folge haben wir uns natürlich ein bisschen über Tramsim unterhalten und die Zukunft. Mal gucken, was uns das Ganze hier noch bringt, vielleicht auch Konsolen, ja, das wär eine schöne Sache. Opa, Karlsplatz, umsteigen zu U1, U2, U4, D2, 71, 2A, 59A. Ich habe natürlich auch so euch ein bisschen drüber geäußert, ja, so die nächsten DLCs zum Beispiel, die ihr euch wünscht, da kam ja jetzt so schon im Livestream, habt ihr euch dann natürlich so ein bisschen ausgetobt, so von wegen, so, ja, yeah, diese Linie. Ja, das wäre natürlich schön, aber das, man darf halt mal nicht vergessen, dass ja hinter Tramsim eigentlich kein großes Team sitzt, ne, das sind ja halt auch nur 5 oder 6, vielleicht noch 10, aber mehr sind es definitiv nicht. Die das natürlich hier alles auch noch aufbauen müssen. Ne? Die müssen ja dann dementsprechend ja auch noch die ganzen Assets dann wieder neu erstellen. Sowas dauert natürlich seine Zeit. Klar, wie gesagt, die Engine steht, dauert wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so lange. So vielleicht jetzt nicht in einem Jahr oder sowas, könnte man wahrscheinlich in einem halben Jahr dann runterarbeiten, sage ich mal ganz vorsichtig. Aber auch die Zeit dauert halt. Ne? Bin mal gespannt, ob es wirklich Leute gibt, die jetzt abseits von Tramsim jetzt irgendwas machen. Die jetzt zum Beispiel sagen so, wir entwickeln jetzt hier auch für den Tramsim-Simulator. Das wäre natürlich eine coole Sache. Phasis wollte ja auch schon irgendwie mal Bescheid fragen oder mal fragen. Oh, Entschuldigung. Wie es halt so ausschaut. Wenn man zum Beispiel an diese Tools rankommt. Würde uns nämlich auch interessieren, weil wir hätten auch nichts dagegen, hier irgendwas zu bauen halt. Lotus, schön und gut. Hat man mir verdorben. Ja, ist halt so. Ist ja auch kein Geheimnis mehr mittlerweile. Bin aber auch nicht wirklich traurig darüber, muss ich gestehen. Aber so neue Welten zu erkunden, das wäre natürlich schon mal eine interessante Sache. Nur einfach, um zu wissen, wie funktioniert sowas, ja, wie kann man das machen. Das würde mich halt schon mal reizen. Da halt auch mal in diesen Editor, gerade auch dieses Programm Fotofassade da mal reinzulinsen. Wie das Ganze halt so aufgebaut ist und ja, sowas halt, ne? Da steht unser Kollege übrigens. Ist ja Wahnsinn. So, was willst du noch hier auf? So. Ja, auf jeden Fall da mal so ein bisschen reinzulinsen auf jeden Fall. Also das würde mich halt noch mega interessieren. Wie gesagt, also. Wenn es da irgendwas gibt, wie man Tramsim so ein bisschen unterstützen kann, halt, dann würde ich mich da halt auch schon sehr freiwillig melden. Ne? Wie gesagt, Lotus ist für mich im Punkto Mapbau abgeschlossen. Ich werde auch da zukünftig nie wieder irgendwas machen. Auch wenn Lotus irgendwann mal fertig ist. Das liegt halt einfach an den Leuten, die da so ein bisschen da mitmachen und denken, sie sind die Könige der Nacht. Ja, macht mir das halt keinen Spaß mehr, da irgendwas zu entwickeln oder irgendwas überhaupt zu machen. Ja, wenn Hobby fragt, so baust du mal ein Objekt oder sowas, ja, dann mache ich das so und unterstütze ich ihn da schon für sein Stuttgart-Projekt. Ja, aber ich werde halt den Teufel tun, da jetzt noch was Eigenes auf die Beine zu stellen, weil das ist es einfach nicht wert, ja, wenn du dann so komische Leute da hast, die halt grundsätzlich halt einfach alles schlecht reden, weil sie denken, sie sind die Meister in ihrem Geschäft. Aber, ne, wie sagt man immer so schön, die Meister sind immer alle vom Himmel gefallen und das sind diese 2, 3 Meister und dementsprechend,
Ja. Und da sie ja sowieso ja schon scheinbar ja was grundsätzlich was gegen Lotus haben. Guckt euch das hier an hier. Gegen Tramsum haben. Kriegst du das halt auch nicht mehr weg halt, ja? Umsteigen zu 2. In Richtung muss man alles nicht verstehen? Wo ist denn jetzt hier? Ah, hier ist mein Punkt. Muss man alles nicht verstehen? Ne? Aber so viel dazu, dass ja, ich ja der Lotus-Liebhaber bin und voll der Tramsum-Hater. So wie es mir jetzt schon anhören durfte. Eigentlich schon schade. Schon sehr, sehr schade. Dachte eigentlich, dass ich ein offenes Buch bin. Ja, dass man mit mir über Sachen reden kann und alles sowas. Und man eigentlich auch weiß, dass ich da auch sehr ehrlich bin in der Richtung, ne, was auch so Lotus angeht. Ich habe nie gesagt, dass Lotus schlecht ist. Lotus braucht jetzt halt seine Zeit, bis sich das Ganze entwickelt. Aber das habt ihr wahrscheinlich schon alle oft genug gehört. Ne? Tramsim, ja, für viele war es natürlich die große Ankündigung gewesen. Ja, und der große Lotus-Killer. Ja, was soll ich da, was würdest du dazu einfach denn sagen als YouTuber, der halt ein paar Abonnenten hat, ja, der das Ganze denn halt widerspiegeln soll? Also stellst du dich zu den einen oder stellst du dich zu den anderen? Ja. Was anderes gibt es? Es gibt keine Mitte, ja, bei den vielen. Das finde ich halt persönlich sehr schade. Und stellst du dich dann natürlich gegen eine Gruppe, sagst du dich ein bisschen, so, versuchst du so neutral wie möglich zu sein, ja, dann heißt es automatisch, du bist wieder ein Gegner von allen. Rathausplatz, Burgtheater. Also egal wie es machst, machst du mal falsch. Okay? So, warte mal, ich wollte mal ganz kurz hier Burgtheater. Das ist eigentlich ein relativ geiles Bild hier, oder? Och, lässt mich jetzt hier nicht wirklich groß. Ich habe einen Screenshot gemacht hier, aber das geht schon, war ich jetzt nicht so glücklich. Schottentor. So, denn zentrales Öffnen bitte. Die Türen sind offen. Bitte alles einsteigen und aussteigen bitte. Ja, übrigens, Freitag wieder, wisst ihr Bescheid, ne? Gibt's die nächste Leitstellenfahrt. Also, wenn ihr mitmachen wollt, unbedingt jetzt noch anmelden. Wir sind auf der Karte Grefrath unterwegs. Würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Ich denke mal so zwischen 19:30 und 20 Uhr geht es wieder los. Und dann bis Open End. Ja, wir haben uns diesmal auch für eine Uhrzeit entschieden, mal die tagsüber ist, mal nicht im Dunkeln. Und dementsprechend sind natürlich auch genug Touren da. Umsteigen zu D in Richtung Nussdorf 40A. Boah, genau. Das ist vor uns genau, ist das hier umgesprungen. Irgendwie nicht so witzig. So, ich sehe halt nichts mehr, ja. Zip. Kamera mal ein bisschen drehen hier. Und mich jetzt bitte fahren lassen. Hallo, ich habe Verspätung. Obwohl, habe ich nicht.
Zentrales öffnen, bitte. Wäre jetzt natürlich noch cool, wenn jetzt zum Beispiel noch der Ulf kommt oder sowas halt. Ja, das würde ich natürlich oder auch mega nice finden. Ja, wie gesagt, auch Multiplayer oder sowas, das wäre halt super, super cool. Aber das sind halt so Futures, ja, die wahrscheinlich viel Zeit kosten werden, um das Ganze natürlich perfekt zu machen halt, ja. Ich meine, die Trump-Challenge, ja, ja, kann jeder sehen, wie er mag halt. Ja, ich bin jetzt, also jetzt von den Dingern jetzt halt zum Beispiel jetzt nicht so extrem angetan. Ja, dass ich die jetzt zum Beispiel toll finde oder sowas, machst du ein, zwei Mal und dann in der Regel nie wieder. Es war ein nettes Gimmick, aber da jetzt speziell jetzt den Fokus auf den Multiplayer zu legen, ist meiner Meinung nach der falsche Weg. 31, 3A. Ja, das kannst du jetzt vergessen. Also irgendwann ist ja auch mal genug hier mit diesen Rotphasen. So, hier ist eine Weiche. Und wo ist jetzt hier der Punkt? Da habe ich letztes Mal schon gesucht. Da ist er. Wir werden jetzt euch natürlich auch immer zukünftig jetzt auf dem Laufenden halten, falls es hier ein neues Update gibt, ne, oder gab. Wie gesagt, jetzt in den nächsten Folgen werden wir uns auch nochmal verschiedenste Tageszeiten angucken, werden die Linie mal ein bisschen mal verkürzen, mal ein bisschen verlängern, dann mal wieder lang, mal kurz fahren. Wir werden mitten in der Nacht fahren. Ja, aber dann endet es auch schon langsam wieder. Wie gesagt, VR-Modus auch leider nicht da. Das hätte mich natürlich mega gereizt, ja. Schön mit Oculus Rift hier das Ganze mal zu erleben. Aber naja. Umsteigen zu 2A. Flughafenbus. Bitte seien Sie achtsam. Andere brauchen Ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger. Connections to Airport Bus. So. Ja, wie ihr auch mitbekommen habt, ne, ich benutze viel die Maus. Ja, ich bin jetzt nicht so der Fan von immer das mit den Tastenkürzeln zu machen. Will natürlich mein Lenkrad benutzen, aber Gameplay, du kannst keine Controller-Einstellung benutzen. Das habe ich nicht verstanden, warum man das rausgenommen hat. Gut, du konntest halt nicht wirklich einstellen, wahrscheinlich deswegen. Ja. Genauso wenig wie die Soundoptionen eigentlich auch nichts gebracht haben. Die waren halt einfach nur mehr Sein als Schein, ja. Ne, mehr Schein als Sein, irgendwie sowas. Die haben natürlich auch nichts gebracht, ja. Du konntest ja die Sounds ja überhaupt nicht einstellen. Schwedenplatz. Umsteigen zu U1, U4, 2, 2A. Immer laufen wir vor die Karre. Ja, Kollision mit Mensch. Ach, jetzt haben wir Kollision mit Mensch. Steht ja auch immer auf dem Gleis, wenn der Straßenbahn euch entgegenkommt. Natürlich, natürlich. Ja, läuft's jetzt denn rüber? Alter Verwalter. Gut, also es gibt doch Kollisionen gegen Menschen. Ja, das sind zum Beispiel so Sachen, ja, den einfallen, den haben wir bestimmt auch berührt. Und da kam absolut nichts, ja. So, ihr seht ja auch, ne, ich mache jetzt gerade einfach nur Zentralöffnung auf, weil dadurch, dass ich dann hier sowieso mal bei Zentralschließen drücken muss, spielt das gerade sowieso keine Rolle. Das ist halt so, wie gesagt, das ist mein Empfinden, ich kann es ja immer nur wiederholen halt, ne. Ich sehe es halt aus meiner Sicht, dass das Ganze leider nicht so optimal läuft,
wie es gehört, aber ihr habt recht. Kein Spiel ist perfekt zum Release. Nobody is perfect. Habt ihr auch vollkommen recht. Verstehe ich auch. Wahrscheinlich war die Nervosität dann doch höher gewesen, als man anfangs vermutet hatte bei View App, ja, dass das Ganze wohl in die Hose geht. Aber wir können, glaube ich, alle miteinander reden. Die Reviews eigentlich sind sehr positiv, was man so auf Steam und so sieht halt. Und viele sind sehr, sehr zufrieden mit dem Simulator und ich bin's auch. Ja, also das ist keine Frage. Meine Befürchtung halt liegt wirklich einfach nur darin, dass das so ein Ding wird wie TML Studios World of Subways. Dass es einfach dann nur so ein Spiel-für-Spiel-Update wird und dann war es das halt irgendwann. Und da halt praktisch nichts draus entsteht halt, ja. Aber wie gesagt, das wird die Zukunft zeigen. Vielleicht nächstes Jahr können wir schon wieder über Neues berichten von Tramsim, von View App. Müssen wir jetzt mitleben. Was war denn das gerade für ein Sound? Habe ich ja gar nicht gehört. Hintere Zollamtstraße. Umsteigen zu O. In Richtung Raxstraße. Hier ist nur 25 erlaubt. Jo, so schaut's aus. So, können wir kurz warten, bis wir Abfahrtssignal bekommen. Und dann können wir die Türen schließen. Dann geht's weiter. Brate Hauptallee. Blinken schon die Fußgängerampeln. Oh, die blinken aber lang. Hä? Okay, wir fahren hier rum, alles klar. Ich denke, wir fahren geradeaus weiter. Man kann ja hier eigentlich ja nichts einstellen, oder? So weichentechnisch müsste er mich da jetzt auf den richtigen Weg lotsen. Radetzkyplatz. Umsteigen zu O. In Richtung Bratestern. Oh nee, jetzt haben wir uns verfahren. Jetzt fahren wir doch zurück. Oh Gottes Willen. Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Wir konnten doch laut den... Jetzt bin ich ein bisschen überfordert tatsächlich. Rechts, links gesperrt. Also sieht für mich so aus wie gesperrt. Wir hätten doch jetzt hier geradeaus weiterfahren müssen, oder? Ja, kommst du aber auch nicht mehr rum.
Jo, da haben wir es geschafft. Wir haben uns verfahren. Hetzgasse. Okay, also das scheint hier irgendwie gerade alles ein bisschen tricky zu sein. Weil das, der zieht jetzt halt immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und wir können aber gar nichts machen. Ja, aber die Weichen lagen noch gerade. Ich bin noch nicht. Ach, Leute. Kann man hier drehen? Nein, kann man nicht drehen. Hier haben wir gar keine Gleise drin. Da. Ich würde es eigentlich nur drehen kurz. Ja, das ist mir auch noch nicht passiert. Löwengasse. Umsteigezug 4A. Kann man hier drehen? Jetzt gelandet. Ja, ja, genau. Hier hätten wir hingemusst. Hier. Wir hätten da nicht mehr weiterfahren müssen. Falls mal über ein Gesperrtsignal, aber da hättest du jetzt auch nicht irgendwie wechseln können. Kannst du die Weichen hinstellen? Nö. Springt automatisch wieder zurück ins Fahrzeug. Ich habe auch gar keine Fahrgäste mehr drin. Dann hat sich ja sowieso erledigt. Ja, also wenn ihr wisst, was jetzt hier der Fehler war, dann schreibt mir das mal gerne. Also hier passiert, also hier ist auf jeden Fall ein Mauszeiger. Also hier ist auf jeden Fall irgendwo ein Trigger, aber der Trigger löst halt nichts aus. Das ist das Problem. Ja, gut. Ja, leider ändert die Fahrt ein bisschen blöd, aber wenn die Kollegen mich woanders hinschicken, dann kann man da nichts machen. Wie gesagt, das Problem ist, du konntest ja mit dem nicht mal rückwärts fahren, oder? Oder geht das? Schauen wir mal ganz kurz. Nö, wie fährt er vorwärts? Fährt er vorwärts? Fährt er vorwärts? Nö, du kannst nicht rückwärts fahren. Ja gut, okay. Dann hat sich's leider erledigt. Dann tut's mir leider leid, dass wir uns nicht gleich die vollständige Linie angucken. Aber wie gesagt, wenn du nur nicht mal rückwärts fahren kannst, dann kannst du ja nicht mal groß ausweichen. Na gut, Leute, damit würde ich aber sagen, war es das für die heutige Folge. Ja, ich hoffe, dass das nächste Mal. Das sind so diese Sachen, die ich meine, ja. So viel zum Thema Bugs, Leute. Da tut schon das Hingucken leider sehr, 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 sehr weh. Ich meine, ja, gut. Was soll jetzt? Ich wollte gerade sagen, gab ja Beta-Tester, aber scheinbar haben die Beta-Tester wohl auf sowas nicht getestet. Keine Ahnung.
zieht sich jetzt hier durch. Gut, jetzt wäre sowieso alles kaputt. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder und dann hoffentlich diesmal an der richtigen Stelle und dann fahren wir auch mal an der Stelle wieder zurück. Würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst mir gerne ein Like da, schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Tschüss.